Energie, mit Spaß und Freude und auch mit Begeisterung ist auch sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, nicht ganz klar. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen weiter. Macht es euch einfach bequem, schaltet ab, Kerze an, schönen Tee dazu oder vielleicht ein Glas Wasser, nicht, ihr Lieben, zum Wohl. Und macht es euch einfach bequem, ja, dass ihr hier zur Ruhe kommt, zur Gelassenheit kommt, vor allen Dingen den Geist ruhen zu lassen. Sehr, sehr wichtig, dass der mal zur Ruhe kommt, die Gedanken zur Ruhe kommen. Sehr, sehr wichtig. Ich werde dann diese Meditation einleiten. Und gerne, wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Sorgen und alles, was euch belastet, mit einbeziehen in diese Meditation. Ihr könnt es auch niederschreiben, wenn ihr Lust und Laune habt über den Chat. Der Christoph weiß ich schon, der ist dann einer von meiner Fangruppe, der liebe Christoph, ja. Und alle anderen, wie gesagt, wenn ihr es möchtet, könnt ihr es niederschreiben hier über den Chat, ja. Und das ist kein Thema. Die Martina, sehe ich gerade, die schreibt hier beruflicher Stress. Martina, das ist ein sehr schönes Thema, das nehmen wir mit rein. Es ist immer wieder etwas schwierig in der Hektik des Alltags, was Stress angeht, nicht, dass man da, ja, das ist auch nicht das Beste für die Gesundheit. Auch klar, ich möchte jetzt keine Moralpredigt halten, ja, aber dieses Thema nehmen wir auf jeden Fall mit rein, liebe Martina. Vielen herzlichen Dank. Die Andrea, du warst gestern schon dabei, ja, beim letzten Seminar, liebe Andrea, alles loslassen, was mir nicht mehr dienlich ist. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass auch der Rucksack etwas leichter wird, nicht, liebe Andrea? Ja. Ja, das hat dir sehr gut gefallen. Vielen Dank auch für deine Bewertung. Ich habe es schon gesehen und habe es auch kommentiert schon. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, liebe Andrea. Und vielen herzlichen Dank nochmal hier jetzt live, ja, über den Bildschirm. Dankeschön, liebe Andrea. Und zu deinem Thema, Andrea, ja, das ist sehr, sehr wichtig, wie gesagt, dass man das auch, dass einem das auch bewusst ist. So muss ich jetzt sagen, was benötigt man nicht mehr? Nicht, was kann man abwerfen, abschmeißen oder abwerfen, jetzt wie auch immer, wie man es ausdrücken möchte. Nicht? Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Andrea, das nehmen wir natürlich mit rein. Das ist ganz klar. So, ich warte jetzt nochmal, vielleicht kommt noch die eine oder andere Rückmeldung oder der eine oder andere auch noch hinzu. Wir sind heute in der kleinen Runde. Ganz toll, ganz klasse. Ich werde jetzt so langsam diese Meditation aus der geistigen Welt.